Die Älteren unter uns werden sich daran noch erinnern. Hier ist Dröhi aus Berlin mit einer wichtigen Durchsage. Ab heute gilt in den alliierten Sektoren nur noch die Westmark als alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel. Land West 1948, Währungsreform, ein neuer Anfang. Aber eben auch das Ende, denn das Deutsche Reich war einfach bankrott. Kann uns Deutschen so etwas wieder passieren? Der Schuldenberg von Deutschland ist 1,5 Billionen Euro groß. Das sind alle Körperschaften. Allein der Bund muss über 40 Milliarden Euro im Jahr an Zinsen bezahlen. Genauso wie im Privathaushalt kann natürlich auch ein Staat nicht genügend Geld haben, um seine laufenden Verpflichtungen zu bezahlen, wie beispielsweise die Gehälter, aber auch die Zinsen. Dann ist natürlich auch ein Staat pleite. Ursache jedes Staatsbankrotts: ein Schuldenberg, der nicht mehr beherrschbar ist. Auf seine Schulden zahlt ein Staat Zinsen, dazu kommt die jährliche Neuverschuldung. Der Schuldenberg wird größer, er wächst und wächst und wird bedient durch neu geliehenes Geld. Und im nächsten Jahr geht das Ganze wieder von vorne los. Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis das nicht mehr klappt. Eine Zeitbombe. Und die kann hochgehen. Beispiel Ungarn, internationaler Währungsfonds, die EU und Weltbank pumpen 20 Milliarden Euro nach Budapest, sonst ist das Land pleite. Beispiel Ukraine, wirtschaftlich am Boden, 16 Milliarden Dollar vom Währungsfonds sollen dem Land helfen, seine Schulden zu beherrschen, sonst droht der Bankrott. Beispiel Island, hier haben sich die Banken völlig verzockt. Ein Land im Schock. Die Landeswährung im freien Fall, Proteste, Unruhen, Island am Boden, das Spiel mit den Schulden ist aus. Droht so etwas kurzfristig auch Deutschland? Das gesamte ökonomische System ist dermaßen ausgewogen, dass das ein sehr unwahrscheinlicher Fall ist. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass das Risiko, in Staatsanleihen zu investieren, auch der Bundesrepublik Deutschland sich erhöht. Dass ein Staat nicht pleite gehen kann, sollte man gerade in Deutschland eigentlich nicht glauben. 1923 Hyperinflation. Der überschuldete Staat druckte massenhaft Geld, um seine Schulden zu bezahlen. Doch dadurch wird Geld völlig wertlos. Die Folge: Massenarbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise. Geld drucken als letzte Chance, Zeit gewinnen, um der Schuldenfalle zu entgehen. Viele Fachleute vermuten, dass das derzeit eine Strategie der USA ist. Denn seit dem Infarkt an der Börse türmen sich die Dollarschulden auf geschätzte 50 Billionen. Doch die Krise hat für manche Staaten auch ihr Gutes. So richtig brennt die Lunte noch nicht am Schuldenstaat Deutschland. Denn in Zeiten wie diesen holen viele Großinvestoren ihr Geld nach Hause, leihen es lieber dem Staat, einem vermeintlich sicheren Hafen. Wir zumindest können uns also weiter Geld leihen, das Schuldenspiel geht weiter. Unsere Gläubiger geben uns weiterhin Geld, insofern hat Deutschland überhaupt nicht das Problem, an frisches Geld zu bekommen. Insofern funktioniert auch die Staatsverschuldung. Aber jeder muss wissen, dass der Steuerzahler für die Staatsschulden einzustehen hat, früher oder später. Irgendwann muss, wie man so schön sagt, die Zeche bezahlt werden. Argentinien hat es vorgemacht. Staatspleite 2002, drei Viertel der dem Staat geliehenen Gelder waren pfutscht. Staatspleite, das steht für Endzeitstimmung, aber das Leben geht ja auch nach dem Bankrott irgendwie weiter. Tango als Trost. Für etwas ökonomischen Optimismus sorgte heute der amerikanische Notenbankchef Bernanke. Er sprach davon, dass schon 2010 ein Jahr der Erholung werden könnte.